Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich glaube, ich bin heute von der SPD-Koalition der letzte Redner in der Haushaltsdebatte von nach zwei langen Tagen. Bitte? Ja, das kommt, mein Fraktionsvorsitzender sagt, gerade kommt drauf an, was ich sagte. Daher gestatten Sie mir auch, vielleicht jetzt nicht nach vielen, vielen Zahlen, die mir die beiden Tagen gehört haben, eine endlose Geschichte an Zahlen herunterzubeten. Dennoch will ich auf die beiden Redebeiträge des Kollegen Müllers und des Kollegen Landers eingehen. Ja, auch die Koalitionsfraktionen streiten nicht ab, dass dieses Land schwierige Jahre hinter sich hat. Und wir streiten auch nicht ab, dass das nicht an der Justiz vorbeigegangen ist. Das ist so und dessen sind wir uns auch bewusst. Und ich darf mich daher gerade auch jetzt den Grüßen von meinem Vorredner, von dem Kollegen Theobald anschließen und die beiden Herren der Arbeitnehmervertretung recht herzlich auch begrüßen. Ja, lieber Kollege Lander und lieber Kollege Müller, es ist so, wir haben schwierige Jahre hinter uns, aber wir haben im letzten Haushalt schon, glaube ich, die Notbremse gezogen und in diesem Haushalt ist deutlich erkennbar, dass wir auch gegen die Probleme gegensteuern. Dafür gilt mein Dank sowohl dem Minister für Justiz, Herrn Peter Strobel, wie auch dem Justizstaatssekretär Roland Theiß. Ich will hier nicht auf die einzelnen Zahlen eingehen, nicht in der Summe. Aber dennoch lassen Sie mich sagen, ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg und Ihre Schwarzmalerei, das ist fast unerträglich. Bei mehrheitlich Ihren Redebeiträgen in den letzten beiden Tagen könnte man von Weltuntergangsstimmung in diesem Land sprechen. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank tragen Sie keine Regierungsverantwortung. Dieses Land unterliegt nicht einer Weltuntergangsstimmung. Das einzige Problem und das größte Problem, was wir zurzeit haben, ist, glaube ich, die Corona-Pandemie, die uns alle Schwierigkeiten macht. Ansonsten machen die Regierungskoalition und das Kabinett aus den Koalitionsfraktionen hier gute Arbeit. Und ich glaube, der Haushalt hier ist auch auf dem richtigen Weg und zeigt uns auch in die Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie alle, und das speziell geht auch jetzt an den rechten Rand hier im Saal, Sie alle wissen, ich bin kein Jurist und bei Ihren Debattenbeiträgen, was Sie dann immer auch so ansprechen, ja, der Kollege Spahn, Gesundheitsminister, Bankkaufmann, man könnte es auch ja sehr unterwürfig sagen, der Ministerpräsident hat keinen Hochschulstudiumabschluss, das klingt ja immer so durch, ja, ich bin kein Jurist, ich bin Diplom-Ingenieur, ich denke, ein ehrlicher, gelernter Beruf. Aber ich will Ihnen sagen, das Können von Fachkräften liegt darin, nicht alles selbst zu wissen, sondern es liegt darin, zu wissen, wo es entweder steht oder wo man die Hilfe bekommt. Und hier möchte ich sehr deutlich den beiden Kolleginnen im Justizausschuss, der Kollegin und meiner parlamentarischen Geschäftsführerin Petra Berg, der Kollegin Dagmar Heib, sowie unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin Christina Kühn und auch den beiden Sekretärinnen, die ich in den letzten beiden Jahren als Ausschusssekretärin erleben durfte, der Frau Katrin Bleich und der Frau Kaas, recht herzlich danken. Alles geschulte Juristen, die wir jederzeit zur Verfügung gestanden haben, wenn ich tiefgründige juristische Fragen als Vorsitzender dieses Ausschusses hatte. Vielen Dank an euch alle. Herr Müller, Sie sehen, man kann auch nach Ihrer Kritik vorhin an einer Juristin durchaus von Frauen mehr lernen. Wie kochen, putzen und waschen, es geht. Und Apfelkuchen backen, ja, also es funktioniert, glauben Sie mir es. Leider passt das nicht in Ihr verkrustetes Weltbild, glaube ich, weil das ist noch aus dem Jahre vor den 70er Jahren, da komme ich nachher noch mal drauf zurück, Sie dürfen sich freuen, weil das kennen Sie vielleicht. Und ich teile hier gleichzeitig mit, ich bewerbe mich nicht als frauenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Theobald hat schon einige Dinge gesagt. Ich möchte noch mal auf eines speziell eingehen. Ja, wir haben hier in den Globalanträgen zusätzlich 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt zur Fortbildung von Richterinnen und Staatsanwälten, explizit in der Fragestellung des Kinderschutzes. Hier geht es darum, die zuständigen Justizmitarbeiter, Richterinnen, Staatsanwälte, Rechtspfleger fortzubilden, zu qualifizieren in diesen Fragen, die ich glaube, in der heutigen Zeit, auch heute mit der Internetkriminalität, von besonderer Wichtigkeit sind. Dort müssen wir viel tun und ich glaube, auch die Koalitionsfraktionen werden sich in den nächsten zwei Jahren explizit noch mit der Fragestellung beschäftigen müssen,
Kinderrechte sind Verfassungsrechte und ich glaube, dort haben wir noch Arbeit, dort müssen wir noch was tun und da sollte das Saarland mit gutem Beispiel vorangehen, dass wir das in unserer Verfassung aufnehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da will ich auch gleichzeitig erwähnen, dass wir uns, glaube ich, auch in diesem Zug unterhalten müssen über einen Kinderschutzbeauftragten. Im Bund gibt es das, die Forderungen werden an die Länder herangetragen. Wir haben in vielen Bereichen gute Beauftragte, dass wir das aber auch dann umsetzen und einen Kinderschutzbeauftragten in diesem Land auch einführen. Liebe Kollegen, ein weiterer Punkt, den ich auch, und das ist mal nicht nur, wo es ums Personal geht, sondern ich glaube, man kann auch gute Politik machen, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man, das geht nicht nur über Personaleinstellungen, sondern wenn man die benötigen Rahmenbedingungen schafft. Und hier will ich erwähnen, dass allein in den nächsten beiden Jahren rund 9 Millionen in Baumaßnahmen im Bereich der Justiz investiert werden. Diesem folgen im Mittelfristansatz etliche weitere 10 Millionen Ansätze in der Erneuerung von Gebäuden, im Neubau, in der Sanierung der kompletten Anlage in Ottweiler, in der Übertragung des Jugendarrestes von Lebach nach Ottweiler und so weiter und so fort. Der Reigen hier würde meine Zeit sprengen, ich will das nicht im Einzelnen tun. Ebenso, das sagte auch schon mein Vorredner, der Kollege Theobald, Häuser des Jugendrechts. In einem langen Gespräch mit dem Justizstaatssekretär machte er noch mal sehr deutlich, wie viel gute Arbeit dort geleistet wird und was uns daraus auch erwächst und was uns daraus auch fernhält, vielleicht später in den Justizvollzugsanstalten. Eine Aufstockung dort um 30% je Jahr, und dafür hat auch die Kollegin Dagmar Heib sich sehr stark eingesetzt, vielen Dank, ist, glaube ich, der richtige Weg. Dort können wir Resozialisierung in frühester Zeit ansetzen. Wir können den Jugendlichen und jungen Menschen helfen, sie auf den richtigen Weg zu bringen. Ich glaube, gute Sache, und da tun wir das Richtige. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zum Ende komme, möchte ich doch nur eins sagen. Also ich glaube, hier gibt es Kolleginnen und Kollegen im Haus, die sitzen, und jetzt will ich mal sagen, in der Justiz haben wir den Zug auf das Richtige Gleis gestellt und ich glaube, mit dem ganzen Haushalt haben wir das getan. Aber hier gibt es Kolleginnen und Kollegen, und da will ich jetzt den Kollegen, jetzt muss ich mir das nochmal suchen, Christian Anders mal benutzen, und das fällt in Ihre Zeit, der sang 1972 in der Hitparade, es fährt ein Zug ins Nirgendwo. Ich glaube, das ist Ihre, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, ich glaube, das ist Ihre Philosophie, das ist Ihre Politik und das möchten Sie am liebsten, glaube ich, noch mit einer Dampflok tun. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Philosophie, für ein Land zu entwickeln. Wir sehen es anders. Wir haben, und jetzt möchte ich nicht die Raumfahrt bemühen, wie der Fraktionskollege, der Fraktionsvorsitzende der CDU, sondern ich bemühe die Eisenbahn. Wir haben den Zug auf das richtige Gleis gestellt. Wir stellen eine ICE-Lok davor und wir fahren mit Volldampf in die Zukunft. Und der Haushalt, das gibt das dafür her. Recht herzlichen Dank und ein herzliches Glück auf.